Hallo Leute, wir sind hier auf der Ham Radio im Messe in Friedrichshafen und ich bin Alexandra, DO7YLA und wir sind hier bei Blinky Parts, das ist Timo. Timo war schon letztes Jahr bei uns, was hast du denn Neues? Ja, wir sind wieder eingeladen worden vom AJW-Referat, um hier einen Lötworkshop und so einen kleinen Makespace einzurichten. Und dieses Jahr haben wir uns gedacht, weil das so gut angekommen ist, haben wir einen eigenen Bausatz entwickelt. Das ist der 50 Ohm Dummy Load. Die hat der Flo entwickelt und die haben wir zusammen mit ihm in den Online-Shop gepackt. Und ja, das ist natürlich perfekt für Funkamateure. Aber wir haben auch noch was anderes Cooles dabei. Und zwar Harm aus Hamburg hat das super tolle Projekt draußenfuchs.de entwickelt, weil wir so ein bisschen die jungen Funkamateure oder die, die es noch werden wollen, anfixen wollen. Das Ganze ist ein 433 MHz Sender auf, im ISM-Band, das heißt legal benutzbar, auch von Nicht-Funkamateuren. Und die Kinder können da quasi ihre erste eigene Yagi-Antenne bauen, also eine Richtfunkantenne, und können dann auf die Suche gehen. Und Harm hat sich halt alle Mühe gegeben und hat da wirklich tolle Arbeit geleistet mit draußenfuchs.de. Zusammen mit ihm haben wir jetzt halt quasi einen Bausatz entwickelt für die Yagi-Antenne und für den Draußenfuchs und kann mal quasi sich einfach nehmen. Wie immer alles Open Source, das heißt, wer sich auskennt, da ist kein Hexenwerk dabei, kann man sich die Teile auch einfach selber im Internet holen und selbst bauen, weil unser Ziel ist einfach, das Funken, das Technik, das Lernen einfach an alle so viel möglich rauszugeben. Ja, da kann man ja als kleines Kind quasi schon anfangen mit der Technik. Wir haben sogar so weit gedacht, dass wir diese Funken hier, ich mache die jetzt bloß mal aus, damit die nicht so die ganze Zeit reintüdelt. Oh, jetzt habe ich es lauter gemacht. die Funken haben eine spezielle Software drauf, die das Senden deaktiviert. Das heißt, man kann das den Kindern sogar in die Hand geben. Die können hier auch nichts verstellen. Das ist alles mit... so gemacht, dass halt das kindergerecht ist und die halt dann mit der Richtfunkantenne rumlaufen können und dann halt schauen, oh, wo wird's lauter, und dann haben die halt Spaß auf ihrem Geburtstag oder auf der Veranstaltung, wo sie gerade sind. Ja, das ist doch super. Ja. Wie man hier sieht, ist es ziemlich voll. Wir haben wieder sehr viel Anlauf bei Blinky Parts. Und das ist auch wieder eine der Pflichtstationen bei der Hemrallye für die Jugendlichen und Kinder. Deswegen laufen hier auch zwischendurch Leute durchs Bild. Ja. Dieses Jahr haben wir auch extra drei Workshops noch aufgebaut. Die 50 Ohm natürlich. Kann man zusammen mit uns die 50 Ohm löten. Die Fuchsjagd bauen wir zusammen und den Solar Synth. Das ist mal was für Leute, die was auf die Ohren haben wollen. Ich hoffe, es wird nicht zu laut für euch. Wenn ich jetzt hier diesen kleinen Synthesizer nehme, der hat drei Schmidt-Trigger, das ist so eine Standardkomponente der Elektrotechnik, drauf. Und wenn ich dem ein bisschen Licht gebe, dann fängt er schon an. Und dann kann ich dem auch ein bisschen... einfach die Sounds verändern. Und das Tolle ist halt, wie der arbeitet. Wir haben den Schmidt-Trigger, der ist gerade so am Funktionieren und dann funktioniert er nicht mehr. Und funktioniert wieder und funktioniert nicht mehr. Und dann kriegt man halt so eine Oszillation zusammen und so cool. Macht man dann den Sound zusammen. Ja, da kann man quasi seine eigene Musik entwickeln. Ja, genau. Wir haben auch an die Tierwelt gedacht, den Motorbird entwickelt. Das ist quasi ein kleiner Motor, der fungiert da aber als Generator und pfeift dann wie ein kleiner Vogel. Oh, wie cool. Und das können die Kinder natürlich auch bemalen. Oh, das ist an alles gedacht, an die Technik und an das Kreative. Ganz genau. Okay, danke schön für das tolle Interview. Danke auch. Und Leute, dann sehen wir uns im nächsten Interview. Danke fürs Zuschauen und dann sehen wir uns. Bye, bye. Tschüss. Bei 70.